Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Valheim mit meinem hölzernen Mausi. Hi. So, dann wollen wir mal jetzt hier ein bisschen, was herstellen und hier auch nochmal kurz nachschmelzen und so. Ja komm, ich sollte mir erstmal Essen nachpfeifen hier. So, hau ich hier erstmal kurz Kohle rein. Das ganze Eisen habe ich jetzt erstmal austransportiert. Es ist aber bei weitem noch nicht geschmolzen. Aber das ist jetzt nicht so wichtig, dass es jetzt sofort geschmolzen wird. Sondern immer so nach und nach. So. Das dürfte reichen, hoffe ich mal. See you. Dann können wir die nämlich schon mal gleich ansetzen. Machen wir hier nochmal. Zack. Machen wir euch erstmal wieder an. Damit hier was brennt. Der gute Eisenschrott. Gut, dann haue ich hier jetzt nochmal ganz fix die Kohle in die Tasche. So. Und dann gehe ich gleich auf den Berg. Aber vorher machen wir jetzt nochmal was für Mausi. Damit sie da hinten dann halt auch mal ein bisschen schon mal einen Gemütlichkeitspunkt mehr drin hat. Da haben wir mittlerweile endlich mal so ein bisschen Ressourcen da. Ich hätte erst nachgucken müssen, was ich brauche, ne? Wir haben ja ganz viele von den Wurzeln-Dingern hier gekriegt. Ich meine, das war dann auch noch uralte Tolls. Bin mir jetzt nicht so 100% sicher. Ich meine, das waren noch Lederreste. Könnte auch sein. Ja, gucken wir mal kurz. Ich hoffe mal. Und dann machen wir hier jetzt quasi einfach nur eine Fake-Wurzelrüstung drauf. Ja, guck mal. Nee, zerlumptes Hemd. Wurzelmaske. Was brauche ich denn noch für den anderen? Gab doch noch Wurzelkühe. Ach so, wird mit Hirsch. Ah, wird mit Hirsch gemacht. Nur die Maske wird mit Leder gemacht. Na gut. Machen wir schon mal die Maske. Die werten wir jetzt auch nochmal eiskalt auf. So, ist sie auch. Maximal die Qualität, wenn schon, denn schon. Machen wir auch nochmal einen Trollumhang, würde ich sagen. So einen schönen blauen. Das passt doch eigentlich immer ganz gut. Weil auch Trollleder haben wir. Sehr, sehr gut da. Sehr, sehr gut da. So, Hirsch nehmen wir uns auch nochmal mit. Knochen nehmen wir uns nochmal mit. Und dann nochmal rüber hier. So. Jetzt haben wir hier Trollumhang. Einmal kurz aufwerten hier. Oh, da fehlt ein bisschen Trollleder. Oh Gott. Das ist nicht so schlimm. Jetzt machen wir hier die Brust. Oh, da fehlt schon wieder was. Irgendwas. Da fehlt ein uralter Holz. Ach du Heiliger. Das ist, wenn man dann so 200 Sachen auf Mal machen möchte, ne? Dann nehmen wir uns nochmal Trollleder einen ganzen Stack mit. Nimm uns nochmal einen ganzen Stack Uraltet mit. So, und dann einmal hier schon mal für den Trollumhang. Ist der Max Qualität. Dann können wir hier schon mal die Brust fertig machen. Und jetzt müssen wir gucken, jetzt brauchen wir noch den Beinschutz. Da brauche ich nochmal 10. Wurzel. Oh, hier, guck mal, haben wir nochmal 50. Wir haben so viele Monstrositäten in letzter Zeit gejagt, dass das eigentlich kein Problem sein sollte, einmal eine komplette Rüstung daraus zu machen. So. Voll aufgewertet, wohlgemerkt. So. Okay, jetzt fehlt nochmal uraltes Holz. Aber auch das sollte nicht das Problem sein. Also Sumpf sind wir wirklich schon Kings. Oder Maus? Mhm. So, dann haben wir jetzt eine komplette Ausrüstung. Einmal für deinen Ständer. Er hat Ständer gesagt. Hat gefehlt, Maus. Nee, bin ich gerade nicht in Stimmung.
Bist du gerade nicht in Schimmer? Okay, gut, dann nicht. So, das kommt da rein, das kommt da rein. Die Wurzeln zurück. Na, siehst du, sind noch 37 Wurzeln übrig. Eieiei. So, und ich bringe dir jetzt nochmal kurz die Rüstung rüber. Und du hattest jetzt gesagt, dass du jetzt nochmal weiter Bären und so weiter sammelst. Ja, sobald sich der Nebel verzogen hat. Böser Nebel. Ja gut, dann geht Mausi jetzt nämlich nochmal Bären, also sie geht nochmal in den Wald hinein, so wie es in den Wald hinein ruft, ne? So schaltet doch wieder raus. Und ich gehe dann jetzt gucken, dass wir nochmal Silber auf dem Berg finden. Das wird zwar nochmal ein bisschen problematisch, weil das müssen wir dann auch irgendwie da runtertragen. Aber gut, müssen wir mal gucken. So, ich schmeiße hier mal die Rüstung. Schmeiße ich dir jetzt mal hier unten rein und hier ist... Ich dachte, du machst das rein. Ja, das kannst du mal reinmachen. So, machen wir mal so. Kurz gucken. So, keine Augen mehr. Dann kannst du das da einmal draufstecken. Und ich bin dann wieder weg. Und dein Schlüssel gehört doch eigentlich in die Taverne, oder nicht? Sonst vermisst du den wieder. Ja. Wollte ich nur gesagt haben. Nicht, dass du ihn dann wieder suchst, sondern... Na gut. Dann gucken wir mal. Dann hole ich mir jetzt nochmal einen fetten, neuen, frischen Buff ab. Na komm, den einen Stein, den packe ich ja nochmal weg. Den brauche ich ja jetzt nicht mit mir rumschleppen. Bin ich am Überlegen? Na, sollten wir mal machen. Geh mal kurz zum Buff-Ort. Ich werde mal wenigstens den Buff auswechseln. Und zwar auf den Knochentypen Schleim Boss. Ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt. Knochenwanst. Und wir haben ja jetzt ein Portal, was nicht benannt ist, im Sumpf hinten. Aber ich glaube, es wäre nicht verkehrt, wenn ich mir jetzt nochmal Sachen für ein weiteres Portal hinlege. Wo ich dann halt immer ein bisschen hin und her laufen kann. Dass ich mir so ein Mobilportal mitnehme. Das würde ich dann auch erstmal eistaufen. Das heißt, wir machen uns jetzt hier nochmal 20. Dann brauche ich nochmal 20. Gucken, ob ich das alles im Kopf zusammenkriege hier. Naja, waren zu viele. 20 Äuglein. Gucken wir mal. Ja, 40, 20 und 4. Und 4. Gut, dann brauchen wir nochmal 10 und dann passt das. Ah, jetzt auch nicht zu viel mit. Dann stelle ich jetzt hier eins mal kurz hin, ein neues Portal und das nenne ich dann einfach mal Eis. So. Weil sonst kannst du dich ja nicht verbinden. Einfach Eis. Alles andere will ich jetzt noch nicht abräumen. Wir haben jetzt schon genug Sumpf-Action gehabt. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich muss mal kurz zum Sumpfhaus hier. Und jetzt gucken wir mal, dass wir von dort aus... das Silber muss ich ja dann runtertragen. Da komme ich ja nicht drum herum. Also es muss hier unten rein. Hier auch, wo das Eisenschröttchen ist und dieses wunderschöne Drachenei. Das kann ich ja nicht mitschleppen. Aber so den Rest sollte ich eigentlich hinkriegen. Sondern rüste ich hier mal mit den versteckten Objekten aus. Und dann gucken wir mal, dass wir hochrennen hier den Berg.
Und mal gucken, ob wir da nicht irgendwo was finden, was silbrig ist. Sowas wie Steine und ähnliches. War das Ding hier schon immer da? An diesen Turm kann ich mich nicht erinnern. Könnte sein, weiß ich nicht. So, und ab jetzt müssen wir mal gucken. Wie gesagt, ich bräuchte halt irgendwas Silbriges. Jetzt habe ich den Buff nicht erneuert. Na, egal. 10 Minuten, das dürfte reichen. Zur Not kann ich ja dann einmal kurz mir was zurücksetzen. Jetzt müssen wir aber aufpassen. Waffen gezultert und so. Weil der Berg hier ist ein bisschen sehr steil. Dass ich jetzt hier nicht überrannt werde oder so. Ah, Drache. Ich gehe jetzt erstmal vorsichtig hier vor. Ah, Drache möchte zuerst. Na gut. Zack, erwischt. Na, gibt es leider nicht aus und brennt noch nicht aus. Schade. Bin im Bogenschießen noch nicht so gut. Oh, gleich eine Drachentrophäe. Sehr schön. Und natürlich das Eis. Vogel. Dann haben wir noch einen Drachen. Ich glaube hier so am Hang. Ja, da haben wir schon mal den nächsten Golem, den Steingolem. Der mal Gaudi und Wolf getötet hat. Aber gut, ich konnte es blocken. Aber den zweiten nicht. Es ist halt einfach zu hoch hier. Verdammt. Aber hat dir jetzt der eine Wolf so viel Schaden angerichtet? Interessant. So, jetzt hole ich mir erstmal das Wolfspelz. Und natürlich kommt jetzt der Wolf auf mich zu hier. Ah, schön in die falsche Richtung. Gut, gut, guter Golem. Guter Golem. Oh, ich habe hier noch so ein Drachenei gefunden. Ah, ich konnte nicht mehr ausweichen. Ich habe zu wenig Ausdauer gehabt. Ah, das mit dem Ausdrehen, das kriege ich noch nicht so gut hin. Ganz langsam hier. Okay, du hast aber einen toten Winkel, Kollege. Hast du nicht. Ich vergiss, was ich gesagt habe. Na? Ah, hat mich voll erwischt. Kurz ein bisschen hier an die Seite. Und da haben wir ihn. Achso, er hat ja schon Puff gemacht. Ich wundere mich gerade, wann kriege ich meinen Kristall, aber ich habe meinen Kristall schon gekriegt. Okay, hier haben wir ein Drachenei. Das wiegt 300. Hätte ich das mit dem Gürtel aufgehoben? Ja, aber müsste ich schon wieder runter. Ach Mensch, ich habe schon wieder ein Drachenei gefunden, Maus. Was wird denn daraus?
Ich weiß es nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass der nächste Boss ein Drache ist und dass wir ihn damit ködern können. Wir haben zwar noch keinen Boss-Schrein gefunden oder so. Oh, Wolf. Aber ich gehe mal davon aus, dass du ihn damit ködern kannst, weil bis jetzt wurde nichts hergestellt oder sonst was. Das ist so wie mit den großen Knochen, weißt du? Das sammelst du auf und dann, ja, es ist nicht zum Herstellen, nicht zum Freischalten oder sonst was. Und du brauchst es nach am Ende nur für den Boss. Das ist so meine Befürchtung. Oder aber, was auch möglich wäre, es ist jetzt halt nicht für den Boss, sondern du kannst es wirklich nachher irgendwie ausbrüten. Das wäre natürlich das Genialste. Ey, ich würde es feiern. Na gut, das ist der Uralte. Ah. Hallo, Skelettchen. Aber wir haben halt noch keine Hinweise, wo oder was sein könnte, ne? Aber das Ding ist schweineschwer. Also, das wiegt 200, nicht 300, das wiegt 200. Das ist jetzt schon das zweite Ei, was ich gefunden habe. Egal, ich pack's erstmal ins Baumhaus. Keine Ahnung, vielleicht haben wir auf diesem Berg ja noch den Boss-Schrein irgendwo. Der mir jetzt fehlt. Gucken wir mal. So. Ne, hier oben, das kann da rein. Du kannst es auch nicht stacken, ne? Sehr interessant. Gut, das brauche ich ja noch. Lege ich das jetzt erstmal hier oben alles ab. Brech mir fast die Knochen beim Runterspringen. Und wieder auf den Berg. Brenn, Draugr, brenn! Der Geistschaden gegen die Draugr ist schon cool. So, und wieder hoch. Ja, mal ein bisschen so in die Richtung gehen. Jetzt brauche ich auch wieder das andere Ding hier. Wo ist denn jetzt meine Zwille? Ach, ich habe die Zwille weggepackt. Ich bin auch ein Bescheuerter. Und die Zwille werde ich jetzt Silber nicht finden, ne? Nicht wirklich, wa? Eieieiei. So, dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Jetzt habe ich die Zwille weggepackt. Die ich natürlich noch brauche, ne? Also. Ohne die wird ein bisschen schwierig. Habe ich gehört. So, und wieder nach oben. Dann haben wir noch Essen. 8 Minuten, ja. Alle hab's. Ah, es wird doch langsam dunkel, ne? Weil ich würde ja gerne mal testen gegen Werwölfe, wie das mit den Geistschaden aussieht. Gegen die kleinen Fenris da. Und ab hier sind wir jetzt wieder vorsichtig. Ja, ich höre den Wolf doch schon. Da oben kommt er. Den Bergen fighten ist halt wirklich schwierig. Na, gucken wir mal. Hier hätten wir Obsidian. Das könnte ich ja eigentlich mal mitnehmen, ne? Das kann ich ja auch über Portal rüberschleifen. Ah. Die Raben, die gucken mir hinterher, Maus. Ist nicht so schlimm. Weil die denken, ich bin Essen.
Mhm, Drache. Hast du Schwein, dass ich nicht so gut zielen kann, doch. Ah, der zweite, der trifft immer. Ach, gleich noch eine Trophäe. Meine Güte, ich habe ja richtig Luck hier. Ah, jetzt ist es auch dunkel geworden. Und bis jetzt kein Ausschlag. Hier oben ist Obsidian, das nehme ich nochmal mit. Ja, hier waren wir ja schon mal drin, hier war der Skelett-Spawner drin. Ne? Hast du dir so gedacht, wa? Ah, ich fühle mich nicht länger ausgeruht. Ding ist auch ausgerüstet, naja, aber es reagiert hier halt überhaupt nicht. Ich glaube, der Berg ist nicht silberbehaftet. Ich glaube, wir hatten wirklich da drüben so einen mega geilen Berg. Könnte aber auch sein, dass es nur auf der Spitze existiert, ne? Ah, da kommt der Wolf. Oh, ein Sternwolf! Alter! Okay, da kommen gleich nochmal welche. Machen wir mal so, machen wir so. Besser ist es. Oh, ich habe endlich ein Signal. Hat jetzt auch ein bisschen gedauert. Eigentlich könnten wir hier in diesen alten Brunnen rein, ne? Kann ich mich hier nicht einfach durchhacken? Und dann könnte ich hier unten doch alles aufstellen. Okay, er hat noch was anderes gefunden, noch was Verstecktes, gut. So, dann hauen wir hier nochmal den Stein hier weg. Ich glaube, wir haben ein Problem. Welches? Im Wolfsgehege spawnen Mobs. Was? Wie? Was? Wieso spawnen im... Okay, ich komm nach Hause. Ich habe hier gerade Sachen von Mobs gefunden und ein Wolf regeneriert sich gerade. Hoffe ich zumindest. Im Wolfsgehege spawnen Mobs? Warum das denn? Also im großen Gehege oder in dem Popkäfig? Was groß. Ist groß. Könnte sein, weil das da vielleicht zu... Vielleicht zu unbeleuchtet? Ja. Okay, das ist natürlich denn Mist. Das ist mega Mist sogar. Wolfsgehege Spawn Mobs. Ja gut, dann lass uns mal kurz schlafen. Gerade zu Hause angekommen. Ich kann es ja mal ausleuchten gehen. Naja, da wirst du aber Lagerfeuer brauchen. Das heißt, ich komm gleich hin, ich baue da was hin. Damit das vielleicht nicht mehr so krass ist. Ich nehme diese großen Steindinger, die so 20 beinhalten können hier. 20 Holz. Weißt du? Ja. Und dann, die brennen ja auch eine wirklich, wirklich, wirklich sehr lange Zeit.
Na, ich hätte Fackeln aufgehängt, diese Wandfackeln. Die bringen nichts. Die ignorieren die Mobs. Wandfackeln bringen da überhaupt nichts. Du brauchst entweder das Lagerfeuer, also es gibt bis jetzt so drei Sachen, wovor sich die Mobs fürchten. Oder den Spawn unterdrücken. Der Wächterstein funktioniert. Das, wie ist denn das andere hier? Genau, das Lagerfeuer, das Signalfeuer und die Feuerstelle. Ob es noch mehr Items gibt, weiß ich nicht. Aber das sind jetzt so die vier bekannten Items, die ich jetzt weiß, die funktionieren. Weil das vielleicht, ja, doch ein bisschen zu weitflächig ist, ne? Ah, das ist doch Mist. Aber wir halt... Ich verstehe auch nicht, warum das angesetzt ist an den Bäumen. Weil guck mal, bei mir wird ja hier jetzt an und für sich bis auf die Taverne und vielleicht noch die Schmiede überhaupt nicht wirklich was ausgeleuchtet. Und ich habe ja auch eigentlich einen relativ großen Bereich. Bloß bei mir spawnt hier drinnen nie was. Weißt du, wie ich meine? Ja. Deswegen, das ist so ein bisschen... Dann wird dann... Packe ich hier erstmal weg. Okay, hier habe ich nirgendwo was reingeschmissen. Erst ab hier. Auch sehr merkwürdig. Na. Dann bringe ich dir gleich nochmal ein bisschen Wolfsfleisch mit. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist ärgerlich. Ich nehme zwei Stück mit. Wechsel erstmal aus hier. Brauchten dafür dann auch nur die Pfanne, ne? Brauchte ich nur Stein. Hast du noch Holz bei dir? Ja. Weil ich habe hier gar kein Holz mehr so gut wie. Da brauchen wir dann einmal 25, also einmal 10 für den einen. Und dafür bräuchte ich nur nochmal 10, also ich brauche 20 Holz. Dann brauchen wir nochmal Stein und zwei Eisen. Stein habe ich jetzt bei und Eisen halt noch. Zum Glück habe ich hier ein bisschen was eingeschmolzen. Hahaha. Aber das ist ja natürlich Mist. Ja, wenn das denn immer noch ist, dann müsstest du mal Wächtersteine da ein paar verteilen, so ein, zwei oder so. Wenn das mit dem Feuer nicht hinhaut. Auch aktivieren, oder? Nee, aktivieren nicht, dann blockst du mich ja. Dann kann ich da hinten nichts mehr machen. Es reicht, wenn sie stehen. Es reicht, wenn sie stehen. Achso, wir müssen halt durch das Popgehege einmal durch. Ah. Hier lieben sich die Wölfe. Naja, gut, du. Pff, wie viele Wölfe du hier schon hast? Ja, ich lasse die Nixenschwänze immer liegen. Ah. Ist gut. Oh, Babywolf. Babywolf. Hier laufen mehrere rum. Babywolf. Ah, Babywolf. So, dann gucken wir mal. Jetzt hat sich der Hund angesprochen gefühlt.
Nee, Baby Luni ist alles okay, ne? Das habe ich mir schon gedacht. Wird zu hoch. Ey! Oh, Entschuldigung. War nicht mit Absicht diesmal. Ja, ja. Das sagst du immer. Und hinterher war ich schwanger. Hm? Ja, ich. Wer denn sonst? Ja, so okay. Gut. Passt nicht. Zu kurz. Ist zu kurz. Könnte man hier ansetzen. Könnte hier noch eine Schale hinmachen. Mal gucken, ob das vielleicht hier oben besser hinhaut. Wie gesagt, müssen wir jetzt mal ausprobieren, ja? Ja. Also ein bisschen mehr drauf achten. Also jetzt nicht so viele Wölfe abschlachten, damit die sich hier auch gut verteidigen können. Müsstest du aber halt hier die Dinger noch mit Holz voll füttern. Die laufen da aber nicht rein, oder? Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe mal nicht. Ne? Er wollt nicht so, wie ich will. Ich denke mal, hier oben dürfte es der Spawn sein. Ich denke mal. Jetzt ist keiner hier in der Nähe. Darf ich mal Wölfchen? Danke. So. Ich stelle jetzt hier oben. Also hier oben sind jetzt drei Feuerschalen dann hingestellt. Da müsstest du dann mal ausprobieren, ob das denn so klappt. Die brauchen insgesamt 20, also die brennen auch eine lange, lange Zeit, ne? Ansonsten könnten wir vielleicht noch ans Gehege nochmal selbst kleine Feuerschalen ransetzen. Doch jetzt eigentlich alles bei, warum mache ich es eigentlich nicht? Könnten wir eigentlich auch nochmal machen, zwei unten ransetzen hier. Also einmal zum Beispiel hier eine hin. Müsstest sie dann aber ein bisschen vom Grün befreien, weil es sieht jetzt natürlich ein bisschen schaurig aus, ne, mit dem Grün. Mhm. So. Gut. Also wenn das jetzt hier für die Fläche da vorne nicht reicht, das sind jetzt 5 Feuerschalen, die ich jetzt hier hingesetzt habe. Dann weiß ich auch nicht. Dann müssen wir das nochmal mit den Tiki-Dingern da probieren. Oh, ich habe Nixenschwänze eingesammelt. Das wollte ich nicht. Hier, könnt ihr wieder haben. Ich will euer Essen noch nicht haben. Das dürft ihr selber essen. Ja gut, dann wieder nach Haus. Jetzt habe ich ja gar nichts geschafft in der Folge hier. Schlimm. Ja, es liegt halt größtenteils an dem Wald, den wir hier immer nach und nach angepflanzt hatten hier. Haben wir alles viel zu spät mitgekriegt. Das hätte man mal früher wissen müssen. Weil seitdem haben wir irgendwie unsere ganzen Spawn von den ganzen Mobs irgendwie total verschoben. Habe ich das Gefühl.
Das stimmt nicht mehr so ganz überein mit dem Grasland. Könnte aber jetzt auch sein, weil wir jetzt immer ein bisschen weiter in dem Ganzen hier voranströmen. Jetzt habe ich vergessen, dir das Wolfsfleisch in die Kiste zu packen. Dann musst du es dir hier abholen, komm. Eieiei. Na gut. Dann schmelzen wir jetzt aber nochmal kurz ein bisschen Eisen ein hier. Das sollte nicht so schadenmäßig sein. Mal 30 hier wieder rein. Und dann kann das weiterlaufen und dann gucke ich mal, dass ich da oben jetzt das Silber finde, was wir da jetzt gefunden hatten. In der nächsten Folge. So. Hier nochmal und hier nochmal. Gut, kann der Rest Kohle hier erstmal wieder rein. Dann würde ich sagen, machen wir hier aber an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann. Tschüss.